Hi, mein Name ist Alexander Sanne. Ich arbeite beim Digitale Gesellschaft e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein aus Berlin und setzen uns dafür ein, dass Grundrechte auch im digitalen Raum verteidigt werden. Wir machen jetzt einen wöchentlichen Podcast, berichten, was netzpolitisch passiert ist und wie wir uns in diesem Bereich eingebracht haben. Viel Spaß dabei! Das erste Thema, was uns intensiv beschäftigt hat, ist die Vorratsdatenspeicherung, in dem Fall die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten. Die Bundesregierung hat hier einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt. Es geht darum, dass die Daten, mit wem ihr wann telefoniert habt, mit wem ihr wann in Kontakt gestanden habt, gespeichert werden sollen, und zwar auf Vorrat ständig und das für 10 Wochen lang. Und genauso soll gespeichert werden, wo ihr euch wann mit eurem Handy aufgehalten habt. Diese Daten sollen für 4 Wochen gespeichert werden. Jeder in Deutschland wird also als Terrorist behandelt, wird auf Vorrat als Verdächtiger behandelt. Und da hat ja schon das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof gesagt, das geht nicht. Jetzt hat die Bundesregierung trotzdem versucht oder will es wieder versuchen, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Man hat jetzt dieses Gesetz zur EU-Kommission geschickt, die das Ganze prüfen muss. Die hat da auch schon einige Bedenken angemeldet. Es geht etwa um die Dienstleistungsfreiheit, dass also Daten in Deutschland gespeichert werden müssen, verstößt eben gegen die europäische Dienstleistungsfreiheit. Und sie hat aber auch grundrechtliche Bedenken, etwa dass die Daten von Berufsgeheimnisträgern wie Anwälten gespeichert werden sollen. Dennoch sagt die EU-Kommission, sie will kein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Deswegen ist man jetzt in Deutschland so ein bisschen begeistert seitens der Bundesregierung, seitens der Großen Koalition, dass man jetzt dieses Gesetz möglichst schnell durch den Bundestag peitschen will, ohne große öffentliche Debatte. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch jetzt auch wieder einbringt, dass ihr euch bei euren Abgeordneten meldet, dass ihr euren Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern im Bundestag mitteilt, wir wollen nicht anlasslos und permanent überwacht werden. Und sollte dann der Bundestag dennoch für die Vorratsdatenspeicherung sich entscheiden, dann bleibt uns wieder nur der Gang zu den Gerichten. Wir hoffen natürlich, dass dieses Vorhaben schon im Bundestag vorher gekippt wird und brauchen dafür eure Unterstützung. Das nächste Thema, was uns beschäftigt hat, ist die Safe Harbor Entscheidung der EU-Kommission. Da geht es darum, wie Daten europäischer Bürgerinnen und Bürger nach Amerika in die USA übermittelt werden. Diese Entscheidung stand jetzt vor dem EuGH, wurde auf den Prüfstand gestellt, und der Generalanwalt hat seine Entscheidung dazu veröffentlicht. Die ist ganz interessant gewesen. Zum einen sagt er, das Safe Harbor Abkommen verstößt gegen europäische Grundrechte, gegen europäische Datenschutzstandards, und noch viel wichtiger ist, dass er empfiehlt, dass der EuGH feststellt, dass die von Edward Snowden veröffentlichten Dokumente der Wahrheit entsprechen, dass eben also eine massenhafte Überwachung durch die Geheimdienste der NSA stattfindet. Das würde bedeuten, dass höchstrichterlich eben festgestellt wird, dass die Snowden-Enthüllungen der Realität entsprechen. Wir warten gespannt auf die Entscheidung, die jetzt am 6. Oktober schon gefällt werden wird. Alle schauen gespannt auf den EuGH und wir werden das natürlich dann auch auf unserem Blog entsprechend kommentieren und später auch hier wieder dann natürlich in dem Videopodcast erläutern, was diese Entscheidung dann am Ende vom EuGH bedeuten wird. Ebenfalls am 6. Oktober werden wir unseren netzpolitischen Abend veranstalten. In der CBase in Berlin ist es eine Veranstaltung, die wir jeden ersten Dienstag im Monat in Berlin in der CBase durchführen. Und da kommen Menschen aus der ganzen Welt und berichten über aktuelle netzpolitische Debatten. Das ist immer ganz spannend. Bei diesem netzpolitischen Abend werden wir uns zum Beispiel mit den Rails Girls auseinandersetzen, die Frauen und Mädchen Programmieren beibringen. Wir werden über den Open Web Index reden. Das ist ein frei zugängliches Verzeichnis für alle Internetinhalte. Und es geht auch um Crowdfunding-Kampagnen für Flüchtlinge, damit diese einen Internetzugang bekommen. Und viele, viele andere Themen werden wir dort behandeln. Kommt vorbei in die CBase nach Berlin. Der Eintritt ist frei. Wenn euch das nicht möglich ist, es wird auch einen Livestream geben, den ihr eben direkt bei der cbase.org euch anschauen könnt. Und für alle, die das auch nicht schaffen, gibt es danach nochmal die Aufzeichnung bei YouTube und Vimeo. Das bei uns im Blog, schaut dort vorbei und kommt zahlreich zu unserem netzpolitischen Abend. Wir freuen uns auf euch. Ebenfalls nächste Woche könnt ihr euch gegen TTIP und CETA stark machen. Wir demonstrieren am 10. Oktober um 12 Uhr in Berlin gegen die beiden Handelsabkommen zwischen der EU und den USA bzw. zwischen der EU und Kanada. Wie ihr dorthin kommt aus der ganzen Republik, das erfahrt ihr bei uns im Blog. Wo die Demo-Route langläuft und was euch sonst noch so erwartet, erfahrt ihr ebenfalls da. Darüber hinaus haben wir auch noch eine selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative auf den Weg gebracht. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen könnt ihr diese noch bis zum 6. Oktober, dem Dienstag, unterschreiben.
Macht das, kämpft gemeinsam mit uns gegen TTIP und sorgt dafür, dass diese Handelsabkommen niemals Realität werden. So, das war unser allererster Videopodcast. Wir haben sicherlich noch nicht alles richtig und perfekt gemacht, deswegen freuen wir uns über eure Anregungen und Kritik, damit wir das vielleicht bis zum nächsten Mal hinkriegen, damit es besser läuft. Und bis dahin folgt uns auf Twitter, auf Facebook, hier bei YouTube, schaut auf unserem Blog vorbei. Über alles das, was wir hier geredet haben, findet ihr natürlich auch links unten in der Videobeschreibung. Und dann freue ich mich, dass wir uns nächste Woche vielleicht wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.